Einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum Heimsieg. Bist du zufrieden mit der Leistung von deiner Mannschaft? Ja, bis zum verschossenen Elfmeter auf jeden Fall. Also die Jungs haben sehr, sehr viel Gutes gemacht, umgesetzt. Auch gerade die erste Halbzeit sehr stark gespielt. Ja, da kommt ein Elfmeter im 12. Spiel, da kriegen wir unseren ersten Elfmeter. Paul verschießt, passiert, das ist gar kein Problem. Aber danach, ich sag mal, noch 5 Minuten ging es. Aber dann ab der so 60. Minute bis... Ja, da haben wir total den Faden verloren. Die Meuselwitz haben so Mut geschafft. Klar, wir haben jetzt bis so die eine Chance, wo er da durchsteckt und schlecht schießt, haben wir jetzt keine 100%igen zugelassen. Aber wir waren schon heute ab den verschossenen Elfmeter schon sehr, sehr hektisch, wo ich das von den Jungs nicht kenne. Bis dahin war super, ja, haben sie gut gespielt. Aber das ist, ich nehme das Positive mit, dass wir doch schon was gelernt haben. Mit dem letzten Aufgebot in der letzten Minute kein Tor bekommen. Was habt ihr denn gelernt? Also du sagst gerade letztes Aufgebot, die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf. Was hast du denn gelernt? Na, wir haben gelernt, dass wir gerade die letzten 10 Minuten, wo wir uns gefangen haben, dann einfacher spielen. Auch mal Bälle dann hinter der Kette spielen und dazwischen hauen und rausholen. Und also diese, oder hier am Ende den Ball halten, wo vielleicht 3 Minuten Natter den Ball hält. Aber das sind so eine Prozesse. Ja. Aber es ist eben schade, dass wir... Ja, die Jungs werden das. Das ist ja ein Prozess, wo die Erfahrung kommt und. Weil man hat richtig gesehen, nach dem 2-0, da war so ein Knick drin, wo man sagt, ja, das ist eben so im Fußball. Man verschießt eben Elfmeter, ja. Und das ist so ein bisschen schade. Aber das ist jetzt kein, wo man jetzt sagt, oh, jetzt geh rein und bin sauer und hin und her. Sondern zum Glück ist es gut gegangen, ja. Und nichtsdestotrotz denke ich schon, dass wir verdient gewonnen haben. Aber das war schon am Ende, nicht am Ende, sondern die 20, 25 Minuten war schon wild, ja. Ja. Du hast Nattermann gerade angesprochen. Was glaubst du, wie groß waren die Steine, die ihm heute vom Herzen gefallen sind, so mit dem ersten Tor in Blau-Gelb? Natter hat heute ein gutes Spiel gemacht. Er holt auch den Elfmeter raus. Ja, ist eben auch für ihn schade, dass er nicht reingeht. Dann hat er ein Tor und Assist und ist Matchwinner, ist er jetzt auch. Nein, ich kenne Natter jetzt sehr lange. Ich weiß, dass der Junge sich klar Gedanken macht. Aber er weiß, was für Stärken der hat. Er hat einen sehr, sehr schweren Anfang gehabt. Ist hier mit Schwierigkeiten gekommen und. Das ist ein Junge, der es kann, ja, der die Tore machen kann. Aber wie jeder Stürmer ist einfach so. Tore heilen alles. Almir, ich wünsche dir einen schönen Feierabend und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch wieder noch am Fußballplatz sehen. Auch das wird so. Fußball wird nicht aussterben. Alles klar. Mike, herzlichen Glückwunsch. Ich würde dem Spiel so den Stempel Arbeitssieg verpassen. Ich glaube, da geht ihr mit. Was habt ihr gut gemacht heute? Wo ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf? Dann so die letzte halbe Stunde war dann mehr Arbeit als alles andere, das stimmt. Aber davor haben wir, finde ich, 60 Minuten lang gut gespielt, Ball laufen lassen. Die sind meistens nur hinterhergelaufen. Und darauf lässt sich aufbauen, meiner Meinung nach. Von daher ein bisschen unsicher dann geworden, die letzte halbe Stunde. Wie gesagt, so, wir sind noch eine junge Mannschaft, die spielen das auch nicht einfach mal so alles locker flockig von der Hand runter. Und ja, gegen Meuselwitz gewonnen ist immer ein ekliges Spiel und deswegen sind wir zufrieden. Ich finde, Meuselwitz hatte so 2, 3 Phasen, wo es hätte durchaus einen Ausgleich geben können. Umso schöner zu sehen, dass es einen stabilen Rückhalt mit Janis Tasche hinten gab, seine Leistung heute, wenn du so jetzt einen Spieler mal wirklich bewerten müsstest. Ja, gut, also Tasche, großer Kerl, macht sein Ding ganz in Ruhe, lässt sich da nicht beirren, will immer Fußball spielen, also von daher, mit dem Tasche haben wir immer einen Rückhalt. Okay. Jetzt waren die letzten 4, 5 Spiele so eine kleine Achterbahnfahrt, immer hoch, runter, Ergebnis gut, Ergebnis schlecht. Wohin geht denn die Reise mit unserem FC Lok? Ja, werden wir sehen, also... Ich bin immer positiv, kennst mich ja, also eher nach oben, ja, geht's. Okay. Also ja, müssen halt die Auswärtsspiele noch ein bisschen besser gestalten, aber kriegen wir auch hin. Dann hoffen wir mal so angesichts der aktuellen Situation, dass noch viele Spiele kommen und nicht, dass wieder Meuselwitz das letzte Spiel vor dem Lockdown war. Ja, haben wir vorhin auch in der Kabine, kam das Thema mal kurz auf und drücken wir alle die Daumen. Dann einen schönen Feierabend, bleibt gesund. Ja. Gleichfalls, danke, ciao.
herzlichen Glückwunsch zum Sieg, aber viel wichtiger, die Natter hat zum ersten Mal gebissen. Wie groß waren die Steine, die heute so vom Herzen gefallen sind? Erstes Saisontor. Ja, also natürlich ist es irgendwo so, dass ich als Stürmer natürlich treffen möchte. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Einsatzzeit, weil Jamal das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat über Wochen hinweg. Jetzt bin ich natürlich glücklich, dass ich der Mannschaft direkt helfen konnte. Erste Minute war natürlich für mich wichtig und für die Mannschaft enorm wichtig. Nichtsdestotrotz war es ein ganz schöner Arbeitssieg. Was habt ihr gut gemacht? Was hättet ihr vielleicht auf 90 Minuten gesehen schon besser machen können? Ja, erstmal, was wir besser machen können, ist gerade die Konter ausspielen. Wir führen 1-0 und ich fand so ab der 60. Minute haben wir es dann nicht mehr gut gelöst. Wir sind dann unsicher geworden mit dem verschossenen Elfmeter, so ein bisschen die Ruhe verloren. Bis dahin fand ich, haben wir eigentlich wirklich guten Ballbesitz gehabt, haben immer wieder Ballstaffetten gehabt. Wie gesagt, die konnte ein bisschen besser ausspielen. Da hatte ich eine Situation mit Dennis Sepel, wo ich den Ball nicht gut reinspiele. So, das sind so Sachen, an denen man arbeiten muss. Du sprichst den Elfmeter an. Stand es fest, dass Paulus schießt, obwohl er den Fabi kennt im Tor? Oder gab es kurz die Überlegung, vielleicht den Schützen mal zu wechseln? Paul wollte mir zuerst den Ball geben. Ich kenne den Fabi aber auch. Wir haben auch zusammengespielt tatsächlich. Hab da ein paar ungute Erfahrungen gemacht und Paul ist aber eigentlich ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze. Macht im Training jeden Elfmeter rein, hat auch schon sonst Elfmeter reingemacht. Also ich sehe da eigentlich gar keinen Wechselungsbedarf, auch wenn er jetzt gerade mal verschossen hat. Gehört dazu. Jetzt waren die letzten Ergebnisse ein bisschen kleine Berg- und Talfahrt. Angenommen, es wird am Wochenende gespielt, ganz regulär. Wohin geht die Reise beim Tabellenführer? Ja, also ich sage mal, wir haben keinen Druck am Samstag. Die haben jetzt alle Spiele gewonnen. Wir wissen aber auch um unsere Qualität. Wir wissen, was wir können. Wir haben das heute phasenweise gezeigt. Wir haben das auch schon in anderen Spielen immer wieder gezeigt. Wir müssen uns da nicht verstecken und haben trotz vieler Verletzte trotzdem genügend Qualität. Und die müssen wir einfach auf den Platz bringen. Und dann können wir vielleicht auch was mitnehmen. Dein Wort in Gottes Ohren. Schönen Feierabend und dann bleib schön gesund, ne?